Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3, wo wir heute Unterricht geben. Ja, beim letzten Mal haben wir diese Kolonie befreit, sie sind befreit, sie mögen uns trotzdem nicht und jetzt dürfen wir Unterricht geben. Einmal theoretisch und einmal praktisch. Ja, beginnen wir den Unterricht. Ich will nicht. Ich bin kein guter Lehrer. Den Verteidiger. Eine klassenspezifische Technik? War das nicht eine Spezialtechnik? Das wäre so eine Aufgabe, die ich angeben würde. Ja, natürlich Schwächungen. Nee. Ich meine nicht, dass man geheilt wird. Also er kann sich halt nicht wehren und er kann ja nicht wütend werden, wenn er es nicht mitbekommt. So, mal gucken. Habe ich gut abgeschnitten, Herr Lehrer? Okay. Ein Hauptwissen, oh nein. In meinem Kopf ist doch nichts drin. Der ist doch schon seit Geburt leer. Wie lautet der Name der Wüste in der Fornis-Region? War nicht die Silbewüste. Ich überlege gerade zwischen den beiden. Ich glaube, es war Sabak. Bitte lass es richtig sein. Ich habe wahrscheinlich alles falsch. Oh Mann. Och Mann, ich wusste es. Okay. Ja, bei dem Fatz haben wir ja schon gehört, dass der Problem ein Kind ist. Der ist auch respektlos wie sonst was. Ja, ich hab verloren.
Wie soll ich dir ein Empfinden verändern, ne? Ja, das ist schon richtig so. Das allein ist eigentlich schon von Bedeutung. Man muss das Positive sehen. Das kann ja nicht von jetzt auf gleich sein, dass die sich vertragen. Das kann ja nicht von jetzt auf gleich gehen. Okay. Oh nein. Ich ahne Fürchterliches. Bitte Leute, erlöst mich. So, ich muss noch mit denen da hinten reden. Die da auf dem Plan... auf dem Platz auf mich schon warten. Die wollen einen auf den Deckel bekommen. Der kriegt jetzt so hart einen auf die Nase. Die haben alle Doppelschwerter. Naja, fast alle. Ich bin neidisch. Seid euch bewusst, dass ihr auch gegen euren Anführer gerade kämpft. Aber ich wusste, dass ich dumm bin, ne? Bei dem Moment, wo ich merkte, oh Gottes Willen, wir machen einen Test. Wusste ich, ich habe keine Chance. Das war der Moment, wo ich innerlich schwarz sah. Und ist schon einer down, oder? Nee, von den Gegnern ist einer down. Nee, doch, war bei uns. Und schon wieder einer down. Zum Glück haben wir drei Healer gerade. Nee, auf den will ich nicht die Combo machen. Wer von euch hat richtig viel Leben? Wie wäre es erstmal mit einem Bombardement? Da treffe ich schön viele. Okay. Habe ich irgendwen, der gerade sonst noch hier... Nee. Ach, Sido kann gerade nichts machen, weil der K.O. am Boden liegt. Oh, das habe ich nicht gesehen. Oh. Es ist mir nicht aufgefallen, dass er am Boden liegt, sonst hätte ich noch einen kurzen Moment gewartet. Verdammt, du hast keinen Flächenangriff. Oh, der letzte Schlag hat vernichtet. Kann das nicht auf irgendwen Lebendiges einfach überspringen? Der ist doch schon tot. Könnte bitte... Ja, danke. Jetzt ist er wenigstens am Leben. Ja, toll. Der hat null an... hätte teilgenommen, weil er K.O. war. Und ich habe jetzt sehr viele Flächenangriffe verteilt. Ja, die Angriffsketten, die hatte ich mittlerweile.
Ihr seht da ja nichts Neues. So, nur noch zwei. Oh, ich kann direkt nochmal Schwanken machen, wenn ich wollte. Oh, der ist tot. So, nur noch eine. Muss so rip. Sag ich doch. Ihr seid einfach nur hochnäsig. Ah, ich muss die noch mal platt machen. Okay, diesmal schneide ich den Kampf dann raus. Wir sehen uns nach dem Kampf wieder. Ich muss die noch mal verkloppen. Ihr habt den letzten mit einer Angriffskette erledigt und das war absolute Vernichtung, sage ich euch. Das heißt, ich räche dich. Ihr seid mental noch junge Küken. Ach, ihr wollt noch mal eine Drachenvögel. Okay. Und noch mal verkloppt. Ja, eventuell, weil wir nicht so hochnäsig sind. Ein bisschen Respekt einprügeln. Du hattest die große Klappe. Der hat jetzt auf jeden Fall Respekt. Jetzt tretet ihr euch in den Hintern. Und auf die Knie und 80 Liegestütz. Nein, ich glaube, die wollen nicht mehr. Ich glaube, sie ist sauer. Ich hab's nur im Gefühl. Ich hab nur das Gefühl, dass sie da sauer war. Ah, da will wieder jemand mit uns quatschen. Ich glaube, sie vertraut nur. Das war eine der Schülerinnen von gerade eben. Die, die wir am Anfang unterrichtet haben. Es wurden übrigens bei jedem Kampf immer zwei weniger. Also ihr habt nichts verpasst. Es war nicht der Rede wert. Ist hier jetzt eigentlich irgendwas neu dran? Nee, da sind noch keine neuen Lehraufträge. Okay. Aber hier sind halt jetzt mehr Leute, die mit mir reden möchten. Oh,
always nice to see a new face. Einen Moment, bin sofort wieder da. So, bin wieder da. War gerade einer an der Tür, deswegen musste ich kurz weg. Ja, aber wir haben ihn gerade sehr gut in den Hintern getreten. Would you believe it? Und wie gesagt, ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, dass Szene am Ende richtig wütend war. So, Vorbilder will noch besprochen werden. Hm? Oh, gar nicht drüber nachgedacht. Ach, nein, du bist nicht ganz klein oder bedeutend. Ja, den Wunsch habe ich auch immer irgendwann. Und dann lachten sie über mich. Okay, hier ist jetzt, glaube ich, keiner mehr, der was von uns will. Dann können wir ja eigentlich auch schon wieder gehen. Ich will jetzt eine Sache prüfen. Die will ich im Team haben. Ob ich jetzt diesen Berg hoch kann, ohne dass der Zero an meiner Seite ist. Oder ob ich da wirklich an ihn gebunden bin. Das interessiert mich gerade sehr. Ja, ich will wissen, ob ich jetzt ohne Zero an diese Truhe komme. Ob ich diese Fähigkeit jetzt für immer freigeschaltet habe. Oder ob ich ihn wirklich brauche im Team. Okay, ich brauchte ihn nur freischalten. Ich brauche ihn nicht im Team zu behalten. Ich komme jetzt hier auch so hoch. Okay. Das war, was mich interessiert hatte. Es wird, glaube ich, noch ein bisschen dauern, bis ich mit der Hauptstory weitermache, weil wir haben einige Nebenquesten. Also, ne, hier, die haben wir jetzt abgeschossen. Wir haben zwei neue jetzt dazugekommen von diesen Helden. Effe rechne ich mal jetzt nicht mit, weil, ja, ich kann sie ja nicht nutzen. Ja, das hier ist eine Sache, die jetzt mit dem letzten DLC dazu kam. Wie gesagt, ich habe halt ultra viele Nebenquests noch. Wir werden aber wahrscheinlich uns jetzt nur noch auf die beiden hier konzentrieren. Ich kann ja mal auf die Karte hier im Gebiet gucken, ob hier noch weitere Nebenquests irgendwo auf uns warten, die eingesammelt werden wollen. Da ist auf jeden Fall eine. Mit dem neuen DLC kam übrigens wieder ein neuer Charakter dazu, aber ich habe keine Ahnung, wo man den einsammeln muss. Ich würde sagen, wir gehen da hin und gucken uns noch an, was die Mission da ist. Hoppa! Nee. Zu der Nebenquest gehen wir offenbar noch nicht. Ihr habt die Level gesehen. Genauso wie ich. Jetzt will ich aber erstmal gucken, wie hieß diese Scheißwüste. Ja, da sind welche, die erlöst werden wollen. Wo ich mir vorstellen kann, dass mit der Nebenquest auch ein Kampf kommt. Ja, ich habe mich an den Krogturm vorbeigeschlichen. Ha! So, Höhen. Wegweisen. Ansonsten ist das die einfachste Nebenquest von allen. Ich werde gucken, dass wir demnächst auch mal wieder mit der Hauptstory weitermachen können. Ja, jetzt fühlt man sich besser. Ja, das war die einfachste Nebenquest von allen. Einfach nur da hingehen und ein Lied trillern. Mega nett. Wo ist denn die letzte Nebenquest, die mir noch fehlt? Vielleicht können wir die ja auch noch eben schnell heute machen. So, das ist diese Kampfprüfungsquest und keine Ahnung, wo die stattfindet.
Zeig mir mal auf der Karte, wo die ist. Ach, Möglichkeit. Ach, die ist mitten auf dem Weg zur Hauptquest. Okay, die können wir ruhig nächstes Mal machen. Was ich noch machen kann... Ja, ich muss zum einen mal die Klassen wechseln. Das mache ich bis zum nächsten Mal. Bei der Synchronisation, bei den Ourobosen, ich kann die ja mal ruhig mal wieder ein bisschen boosten. Die haben ja ultra viele SP. Geschick erhöhen. Angriffskraft will ich auf jeden Fall erhöhen. Okay, neue Technik. Noch mehr Angriffskraft. Ich habe noch 26 übrig, das gebe ich jetzt bei Geschick aus. So, Hitzeausgleich. Ja. Neue Technik. Dafür habe ich nicht genügend SP, die können wir uns noch gönnen. Ich muss halt auch mal gucken, welche Fähigkeiten ich hier nehme. Okay. Okay, das ist mega praktisch. Und ich kann mir direkt darauf folgend nichts mehr leisten, außer den Hitzeausgleich. Der Hitzeausgleich ist eine der praktischsten Techniken. So, jetzt haben wir hier noch mehr Techniken zur Auswahl, ne? Stärkung aller Mitglieder. Ich muss nochmal lesen, was hat das denn? Ach so, dass die Kräfte sich besser aufladen, ne? Ja, schwanken klingt ganz nett. Okay. Und die Titanhände macht Rückwurf. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir heute für, schon durch mit dem Part. Wir stehen hier gerade an einer sicheren Stelle, wo mich keiner verkloppen will. Das ist immer gut. Wenn es euch gefallen hat heute, dann lasst doch ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.